Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Multiply Box von Ed Sheeran. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Multiply von Ed Sheeran, das Ganze aus dem Jahr 2014. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Jawohl, es ist das zweite Album von Ed Sheeran. Wir haben hier eine schwarze, kompakte Box und hier oben haben wir so ein Wackelbild draufgeklebt. Das kommt hier in schwarz und grün. Wir haben hier ein grünes X. Die Box oder der Albumtitel ist aber eben nicht X, sondern Multiply, also das englische Multiplizieren und dementsprechend hier das X als Multiplikationssymbol. Ja, je nachdem, wie man das hier dann hält, also von welchem Winkel man drauf sieht und wie das Licht so einfällt, verändert sich dann entsprechend dieses Wackelbild hier, schwarz und grün und dann grün und schwarz, je nachdem. Auf der Seite auch nochmal Ed Sheeran und dann das X. Oben auch nochmal und links und rechts jeweils glatt schwarz. Auf der Unterseite der Box haben wir den Künstler abgebildet, also zumindest hier so in grünen Konturen. Dann haben wir hier die Labels und einen Barcode. Gut, dann würde ich sagen, öffnen wir das Ganze mal. Die Box lässt sich nicht ganz öffnen, also der Boxdeckel ist nicht abnehmbar. Es lässt sich hier so aufklappen. Und auch hier innen bleibt man dem Artwork treu, also schwarz und dieses Giftgrün, die herrschen hier vor. So, wir haben hier als erstes mal ein Buttonset. Als nächstes einen Schlüsselanhänger, ein Armband, so ein Bändchen, das Album an sich, das kommt hier im Schuber, in einem Schuber und drinnen ist dann ein Jewelcase und dann haben wir hier noch einen großen Sticker sowie Postkarten oder Fotokarten, vier Stück. Und hier dann nochmals Sticker und nochmals Sticker. So, also die Box, obwohl sie so klein ist, auf jeden Fall reich gefüllt. Wir machen mal wieder zu und schauen uns die Inhalte im Detail an. Aber vorab werden wir uns noch kurz hier der Folie um das Album hier, die um das Album ist, annehmen. So, auch hier lesen wir wieder Ed Sheeran. The new album featuring the hit single Sing and Don't. DLX includes 5 additional tracks. Also, das ist die Deluxe Edition mit 5 zusätzlichen Tracks. Auch hier werden wir natürlich mal die Folie abmachen. Ist die Frage, hier bei der Schweißnaht wahrscheinlich am günstigsten, jawohl. So. Wunderbar, der Sticker ist somit ab. So sieht dann das Album an sich aus, hier im Schuber, also grüner Schuber und hier wieder dieses schwarze X, oben und unten beschriftet. Auf der Rückseite wieder das riesen X, beteiligte Labels und Barcode. Und wenn wir dann den Schuber entfernen, dann kommt das eigentliche Album, das Jewelcase, zum Vorschein. Das ist auch wieder eingefärbt, also man hat hier sogar die Hülle in so einem Grün eingefärbt, wenn auch durchsichtig. Ed Sheeran lesen wir hier auf der Seite auch nochmal. Und hier zum ersten Mal haben wir dann auch die Tracklist. Insgesamt 17 Tracks an der Zahl. Features sind hier keine mit angegeben. Dann hier wieder diese Zeichnung, die kennen wir schon vom Boxboden. Und die Labels und ein Barcode. Dann öffnen wir mal. Als erstes kommen wir zum Booklet. So, wie zu erwarten, auch das hier in grün und schwarz gehalten. Hier geht's los mit den Tracks und den Credits. Also das etwas dicker gedruckte sind die Lyrics zu jedem Track. Und darunter, was feiner getippt ist, feinere Schrift, das sind dann die Credits, wer hier beteiligt war. Ja, also jede Menge Text hier in diesem Booklet. Und sehr lange Texte, wie wir sehen. Geht echt heftig in die Augen, dieses Grün auf Schwarz.
Und dann haben wir hier noch diverse Zeichnungen mit dabei. Ja, also ihr seht, ein sehr textlastiges Booklet. Dann haben wir noch eine kurze Danksagung. Und das war's. Okay, wir kommen als nächstes zur Album-CD. Das ist die hier. Auch die wieder in Schwarz und Grün. Allerdings die nicht eingefärbt. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt fast schon erwartet, dass man auch die CD hier in diesem Giftgrün, in diesem Grün hier einfärbt. Hat man nicht getan. Schade. So, das und der Pappschuber. Den machen wir wieder drauf. Dann packen wir das Album zur Seite. Als nächstes haben wir hier ein Armband, so ein Bändchen, so ein Festivalbändchen. Das ist hier beschriftet, natürlich auch wieder schwarz und grün. Einfach hier der Albumtitel und der Interpret. Also hier lesen wir Ed Sheeran X bzw. Ed Sheeran Multiply über die gesamte Länge. Dann haben wir so einen Kunststoffverschluss. Bedeutet, man schlupft da rein und kann dann entsprechend mit diesem Verschluss hier das Ganze enger machen und ans Handgelenk anpassen. Als nächstes haben wir einen Schlüsselanhänger. Der kommt hier noch in Folie. Holen wir auch mal raus. So, das ist der Anhänger. Der kommt hier natürlich auch wieder in Schwarz und Grün. Das große X, darunter der Schriftzug Ed Sheeran. Rückseite glatt schwarz. Und dann haben wir hier so einen Ring, mit dem man das Ganze dann an den Schlüsselbund oder wo auch immer festmachen kann. Oder auch an einen Reißverschluss. Wo immer man möchte. Als nächstes haben wir ein Buttonset mit dabei. Das kommt hier auch wieder in so einem kleinen Druckverschlussbeutelchen. So, was haben wir hier? 4 Buttons. Das ist der erste. Ed Sheeran. Dann haben wir den hier mit Sing. Natürlich auch diese Buttons hier wieder ganz treu in Schwarz und Grün. Hier gestreift. Und hier noch mit dem X. Also 4 Stück mit unterschiedlichen Motiven, aber allesamt kreisförmig und in Schwarz-Grün. Weiter geht's mit den Stickern. 3 Bögen haben wir hier, beziehungsweise 2 Bögen und einen großen Sticker. Also, das ist der große Sticker mit dem Albumtitel drauf. Überraschenderweise in Weiß und Schwarz, nicht in Grün und Schwarz. Kann man sich dann hier ablösen. Und das ist dann der quadratische Sticker, den kann man dann anbringen. Als nächstes haben wir diese 2 Stickerbögen. Also hier sind insgesamt 4 dann drauf. Also die Katze, das X, dann Ed und diese Herzen mit dem Schriftzug, die sind hier so geviertelt. Also jedes hier einzeln ablösbar. Und das gleiche natürlich dann hier auch nochmal. Also hier gibt es dann nochmal 4 plus 4, also 9 Sticker gesamt, alle quadratisch. Und als letzten Inhalt haben wir dann hier noch so Fotokärtchen. Einmal hier der gute Mann an der Gitarre. Dann einmal hier die Nahaufnahme. Dann mit nachdenklichem Blick vor dieser Ziegelwand. Und einmal scheinbar live auf der Bühne. Also insgesamt 4 von diesen Fotokarten. Und allesamt quadratisch mit schwarz-weiß Bildern und einseitig bedruckt. Jawohl! Das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigten Fotokarten, 4 Stück an der Zahl. Dann die Sticker, 4 plus 4 plus 1, also 9 Stück. Der Schlüsselanhänger hier aus Kunststoff mit dem schwarz-grünen X und dem Ed Sheeran Schriftzug. Dann das Armbändchen hier, ebenfalls in Schwarz und Grün. Die 4 Buttons, einmal, zweimal, dreimal, viermal, sowie natürlich das Album an sich, das kommt hier im regulären Jewelcase im Pappschuber mit insgesamt 17 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Multiply von Ed Sheeran. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Ed Sheeran unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.